Willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. So. Treibstofftanks. Treibstofftanks. Aha. Was haben wir denn hier? Munition. Aha. Aber wir müssen ja erstmal noch. Was ist denn da oben? Achso, da müssen wir nur hin, okay. Ich möchte nur erstmal gucken, ob wir noch irgendwas haben. Ne, wir wollen ja nichts übersehen. Okay, gut. Das sieht recht leer hier aus an Sachen, die wir brauchen können. Gut, Herr Treibstofftank, dann flieg doch gleich mal bitte in die Luft. Das wäre sehr freundlich von dir. So, anzünden bitte. Anzünden, habe ich gesagt. Na super! Hallo, nein, 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 Teil, geh weg! Nein, Teil, nein! What the fuck, was geht denn ab, ey? Wer baut denn so eine Scheiße? Alter! Das war ein bisschen blöd. Wer baut denn sowas, wo du 10 Kilometer runterrutscht? Ja klar, ab hier natürlich wieder. Was denn auch sonst? Nein, tschüss. Und jetzt wieder hier runter. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh shit. Alter. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Alles klar, wir sollen nur ein Lager finden. Okay. Wo ist denn der? Da unten ist also der Pilot. Na, klasse. Oh, Mann, ey. Was ist denn das mit diesem scheiß Sturm, ey? Weil dieser Sturm ist echt voll schrecklich. Tschüss. So. Hoppala. Ich kann nichts mehr sehen. Danke, Spiel. Lauf, 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 lauf. Lauf, spring. Alter, was geht denn ab? Ihr kippt einfach alles um. Ihr könnt es doch gar nicht in Ruhe was suchen. Alter, was geht denn ab? Was zum Teufel? Haut ab!
Mann, er muss leider das Schild wegmachen, damit ich ihn töten kann. So. Alter, viel Muni verbraucht, aber geschafft. Pfeile können wir nicht mitnehmen. Und er hat den Piloten getötet. Scheiße. Immer noch nur das Lager, alles klar. Ja, ich will halt immer gucken, nach was ich, ob ich nach irgendwas Ausschau halten muss. Na toll. Das ist natürlich super. Aber hier ist das Lager. Dann setzen wir uns noch mal. Uns fehlt noch ein bisschen. Bei klarem Himmel dein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen. Oh nee, ich wollte das nur zu Ende anhören. Oder kann ich das noch weiter anhören? Oh nö, ich habe eins zu viel gedrückt. Jetzt können wir uns das nicht zu Ende anhören. Na toll, aber wir brauchen immer noch Teile, um weiter upgraden zu können. Deswegen. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Uns fehlen leider immer noch Teile. Immer noch nichts zu suchen. Sehr schön. Dann geht's ein bisschen schneller, ne? Wunderklasse. So. Seil, na klar. So. Mann, diese beschissenen mit den Molotovs, ey, die sind echt richtig schlimm. So. Die mit den Molotovs sind echt krank. Es muss einen Weg nach oben geben. Da könntest du recht haben. Ich brauche noch Teile. Teile, Teile, Teile. Sehr schön. Ja, wir haben 51. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben zum Lager zurück und werden nochmal, was ist das hier? Ach, Beeren, okay. Die EP können wir mitnehmen. So, das heißt, wir können jetzt einmal dann beim Lager nochmal upgraden. Die Pistole können wir dann das letzte Mal fertig machen. So. Und wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt bekommen und einmal kleinen Moment. Böse, böse. War da etwa gerade ein kleiner Schnitt? Hm, vielleicht. So, erstmal wollen wir hier weitermachen. Plünderung. Da haben wir noch gar nichts. Doch. Axthieb haben wir da gemacht, wieso auch immer. Gewichtheber. Erfahrener Mörder, Bogenexperte, Pistolenexperte, Gewehr, Schrotflintenexperte. Oh, wir kriegen noch eine Schrotflinte, das ist natürlich toll. Wir machen hier das nächste. Den hier. Plünderung. Dann haben wir das auch durch irgendwann. Ein bisschen fehlt da jetzt noch, 3 Stück noch, aber das kriegen wir schon. Und jetzt können wir auch die Pistole dann den Rest machen. Zack. Zack. So, Salvenmodus. Wir haben jetzt auch die Pistole komplett abgegradet. Sehr schön. Da können wir immer noch nichts. Nein, okay, jetzt kommt dann Gewehr. 225, 300, 350. Da fehlt uns aber... Okay. Das heißt, mit 225 erstmal müssen wir warten. Sehr gut, dann können wir weitermachen.
Die Pistole ist jetzt echt auf Maximum. Das ist super. Bogen auch schon lange. Die Axt ist auf Maximum. Das ist super. Ist das? So, ich muss gleich noch mal gucken, was ab und zu mit diesen Rucklern ist. Das nervt so ein bisschen. Mittlere Maustaste für den Seilpfeil. Bogen. Seilpfeil. Drücken Sie beim ausgerüsteten Bogen mittlere Maustaste, um ein Seil mit umwickelten Objekt heranzuziehen. Ah, so, okay, so geht das also. Höh. Und dann können wir uns dann nämlich sogar besser festhalten. Sehr schön. Ah, oh, warte, ich muss noch mal runter. Da liegt noch was, was ich haben möchte. Okay, dann gehen wir halt noch mal runter. So. Zack. So. Und wieder hoch hier. Rüber. Okay. Sehr gut, dann sind wir hier. Machen wir das einfach mal kaputt. Und dann kommen wir dann nämlich hoch. Ist das nicht toll? Dann können wir hier noch ein paar Teile klauen. Und noch... Also Pfeile, aber Pfeile haben wir voll. Okay, haben wir irgendwas zum Suchen? Nein, okay. Ja, du kannst dich ruhig eigentlich theoretisch fallen lassen. So. Kann ich das jetzt kaputt machen? Okay, das konnte ich jetzt gerade anscheinend nicht heranziehen. Das ist schade, ist das. Kann ich eigentlich auch sowas heranziehen? Nee, okay. Aha. So. Und jetzt können wir nämlich rüberklettern. Aha. So funktioniert das also mit den Seilpfeilen. Das ist doch schön. Und dann runterfallen. Da kommen wir nicht hoch. Wieso nicht? Kann ich da... Ich möchte da aber ganz gerne hoch. Falls ihr es mir erlaubt. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich da hinkomme. Man kommt bestimmt irgendwie hin. Pfeile sind noch voll, okay. So, Tür können wir aufziehen. Okay. Ach, guck mal, da haben wir doch ein Seil. Okay, nichts passiert. Naja, gut. Was willst du machen? Wir müssen ja eh nichts suchen. Also theoretisch bringt es uns dann noch nichts. Außer vielleicht Teile, aber die finden wir auch noch woanders. So. Ach, da bist du. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal
ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Okay, er setzt sich dahin und wartet. Und wir haben ein neues Lager. Aber keine Story. Okay. Dann haben wir bestimmt auch... Genau, neu... Ach, hier sind wir wieder. Okay. Gut, dann können wir jetzt wieder wahrscheinlich ein bisschen weiter suchen. Dann fangen wir jetzt an mit dem Kelch hier unten, würde ich sagen. Irgendwie, da müssen wir jetzt ja wahrscheinlich dann... So, mit dem fangen wir jetzt an. Die Frage ist nur, wie komme ich nach da unten? Ach, von hier, okay. Alles klar. Ah, okay. Oh, ich wollte den hier machen. So, und dann können wir dann nämlich rüber. Runter, ganz schnell. Alter, lebt er noch? So, jetzt nicht mehr. So, die haben wir mal eben zusammengeschossen. Die drei. Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Und was haben wir hier? Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Okay. Komisch, dass er wieder mittendrin irgendwas abgebrochen hat, was Neues gemacht hat. Ich möchte gerne rein. Da liegt ein Tagebuch. Nur wie komme ich da rein? Das ist hier die Frage. Nein, im Ernst. Wie komme ich da rein? Vielleicht so? Nee, ich krieg das nicht kaputt. Ich möchte aber rein. Da drin liegt ein Tagebuch. Oder muss ich oben rüber klettern? Hier vielleicht durch. Ich komme noch nicht rein. Das ist doch kacke. War nicht von oben? Nö. Naja. Gut, was willst du machen? Vielleicht kommen wir da später noch rein. Ach ja, wir haben ja schon was markiert. Genau, ich sehe hier, da kommen wir nämlich noch nicht rein. Deswegen ist das nämlich auch noch kaputt. Nach da unten müssen wir. Ich würde am liebsten jetzt gerade einen Seilpfeil nehmen, den da ranschießen und dann runterklettern, aber geht leider nicht, weil wir keinen so einen Viech da haben. So. Ach guck mal, hier haben wir noch so ein Feuer. Davon fehlt uns ja auch noch, fehlt uns auch noch ein bisschen. Wo sind die jetzt? Leute, vielleicht 2 von 10 haben wir hier irgendwo Feuer. Nö, ne? Wir haben hier oben auch nirgendwo Feuer. Wie sollen wir das denn anzünden? Ach, warte, wir haben doch jetzt Feuer. Hä, wie war das jetzt sonst immer mit der Fackel? Wie konnten wir die denn entzünden? Wir haben doch ja einen. Wir haben ja eine. Ist das hier an? Nö, ne? Ich möchte ganz gerne Feuer. Ich weiß halt nur noch nicht wie. Vielleicht kann ich noch später hier wieder mit Feuer hochgehen. Aber wir haben ja eigentlich eine Fackel.
Ja, dann müssen wir die Leuchtfeuer wohl wieder später machen. Na gut. Auf geht's. Irgendwo bei irgendwas in der Nähe? Nein, okay. Gut, das heißt, wir können weiter nach unten. Da zu dem Haus müssen wir. Jetzt bei irgendwas in der Nähe? Nee. Aber hier sind so ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Wenn wir schon mal hier sind. Ein von drei Teilen gefunden, Gewehr. Okay. Okay, na dann. Was ist das denn hier? Nee, Bogen mal bitte. Hä, was bringt denn das? So gar nichts, okay. Das greift mich doch bestimmt gleich an. Nein, ich möchte das gerne jagen. So, jetzt reicht's mir. So. Nein! Boah, du... Boah, ich dachte schon, das rutscht jetzt da komplett runter. Ich möchte das gerne ausnehmen. So. Okay, jetzt können wir nämlich... So. Noch ein paar Teile finden. Guck mal, jetzt hat sie wieder die Fackel angezündet. Wie hat sie das denn jetzt gemacht? Nur ein Hase. Munition. Und eine Box. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Aha. So, einmal nochmal wieder auf die Karte gucken. Das haben wir auch. Okay. Wir wollten ja eigentlich das da hinten haben, aber gut. Aber gut, wir sind schon wieder bei 22 Minuten, aber ich kann einfach nicht aufhören. Das ist schlimm, ist das bei diesem Spiel bei mir. Man kann einfach nicht aufhören, diese Sachen zu suchen. Weil es halt schon irgendwie interessant ist und es gehört ja dazu so richtig, weißt du? Ne, deswegen, man kann halt aber auch einfach nicht aufhören. So, da drüben ist unser Haus, zu dem wir müssen. Die Frage ist halt jetzt nur, wie kommen wir da hin? Hier können wir aufs Hausdach springen. So, sehr schön. Aber es hat trotzdem noch die Frage, wo ist es, ne? Ah, okay, siehst du, da konnte man nämlich vorher gar nicht rankommen. Weil es da unten hinter der Tür versteckt ist. Das ist natürlich schlau, aber da kommt es ja auch sonst gar nicht ran. Das heißt, wir hätten irgendwann sowieso nochmal zurück muss und zwei von drei Teile fürs Gewehr gefunden. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Aha, so sieht die also aus. Na dann. Was haben wir jetzt alles schon? So, 5 von 6 Relikte. Okay, Dokumente haben wir erst 2 von 7. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Okay. Oh, Gewehrmunition. Nehme ich natürlich. Jetzt ist halt noch die Frage, haben wir hier irgendwo noch Sachen, die man aufreißen kann mit diesem Seil von... Ich spreche jetzt so von Türen und sowas. Achso, ich muss es ja irgendwo festbinden, ne? Hab ich vergessen. Sorry. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Aufs neue Wrack. Da drüben können wir auch noch hin. Gehen wir jetzt da hin. So, einmal runter bitte. Das ist ganz lustig, dass hier jetzt irgendwie alles neu liegt und so. Ich weiß, ich mache die Folgen jetzt schon immer recht lange, aber es macht einfach so einen Spaß. Das hören wir uns noch an. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach rundheraus.
Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach, okay? Aha, so, dann setzen wir uns hier ins Feuer und ich sage, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Bis dahin, ciao!